Rentenerhöhung 2023. Meine Monatsrente stimmt nicht mit den prozentualen Erhöhungswerten überein. Was kann da passiert sein, Herr Knöppel? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute, Sie sehen es wieder mal, eine kleine E-Mail-Anfrage bekommen zum Thema Rentenerhöhung 2023. Hab heute mal meinen neuen Rentenbescheid überprüft. Na prima, das ist doch eine feine Sache. Ich komme zu einem anderen Ergebnis als auf dem Rentenbescheid ausgewiesen. Meine alte Bruttorente beträgt 1946,96 Euro. Ab dem 1.7.2023 bekomme ich laut Rentenbescheid 2052,97 Euro. Die Rentenerhöhung beträgt ja im Osten 5,86%, müsste meiner Rechnung nach plus 111,09 Euro betragen, also ich müsste auf 2061,05 Euro kommen. Wo liegt da mein Fehler? Muss ich die kurze Tätigkeit im Westen mit berücksichtigen? Meine Damen und Herren, lieber Herr Anfragender, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig genau, wo Ihr Fehler liegen könnte, aber ich vermute, dass hier das Problem einfach ganz einfach ist, denn Ihre Rente besteht möglicherweise aus einer Monatsteilrente Ost und Monatsteilrente West. Beides zusammen ergibt dann den vollständigen Rentenbetrag. Und was müssen Sie jetzt tun? Sie müssen die Monatsteilrente Ost selbstverständlich mit dem Erhöhungswert 5,86% vervielfältigen und die Monatsteilrente West mit 4,39%. Ich spreche von den Teilrenten, die bis zum 30.06.2023 gelten. Ich habe das mal in einem Beispiel klar gemacht, worum es da eigentlich geht. Ist eine relativ einfache, simple Geschichte. Schauen wir uns das mal an. Also zum 30.06.2023 hatten wir eine Gesamtrente 2000 Euro. Ja? Und diese Gesamtrente besteht aus einer Monatsteilrente West 500 Euro und aus einer Monatsteilrente Ost 1500 Euro. Zum 1.7., meine Damen und Herren, müssen Sie selbstverständlich die Monatsteilrente West von 500 Euro mit 4,39% vervielfältigen, ergibt dann 521,95 Euro. Und die Monatsteilrente Ost von 1500 Euro mit 5,86% vervielfältigen, ergibt dann 1587,90 Euro. Das ergibt dann eine Monatsgesamtrente von 2109,85 Euro. Dass diese 2109,85 Euro nicht gleich dem Rentenerhöhungswert von 5,86% aus dem Osten komplett entsprechen, dürfte nun nach meiner Rechnung völlig klar sein. Der liegt natürlich dann drunter. Aber das liegt nur daran, dass hier die Gesamtrente aufgespalten werden muss in eine Monatsteilrente West und Monatsteilrente Ost. Also meine Damen und Herren, wenn Sie sowas haben, einfach einen Taschenrechner in die Hand nehmen, nachrechnen, dann kommen Sie sicherlich auf das entsprechende Ergebnis. Ich vermute, es wird dann auch in Ihrem Fall schon so klappen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und rechnen Sie einfach mal in Ruhe Ihren neuen Rentenanpassungsbescheid nach. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.